Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ja, beim letzten Mal haben wir uns hier ein kuscheliges kleines Lager gebaut, aber das müssen wir jetzt wieder verlassen, weil wir hier jetzt uns mal ein bisschen genauer das Ganze anschauen und die ganze Umgebung erlegen und heute sieht hier um Ressourcen zur Herstellung von Ausrüstung und Outfits zu erhalten. Ja, wir haben ja einen großartigen Bogen. Drücken Sie beim Zielen rechten Trigger, um geräuschlose Pfeile zu verschießen. Halten Sie rechten Trigger gedrückt, um den Schuss zusätzlich aufzuladen. Ja, das kennt man auch noch aus dem vorherigen Teil. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken. Wir gehen jetzt erstmal vielleicht hier links runter. Uiuiuiui. Okay, hier gibt's schon einiges. Da hinten ist unser Ziel. Aber erstmal hier ein bisschen gucken. So, hier haben wir noch ein paar Ressourcen. Mit Hartholz können Sie in Lagern Waffen verbessern und Pfeile herstellen. Soweit war ich auch schon. So, das da oben ist doch so ein Vogelnest. Da kann ich aber nicht gescheit ranspringen. Kann ich mir das irgendwie so runterholen? Yes. Zwei Federn. Mit Federn können Sie Waffen verbessern und Pfeile herstellen. Okay. Bringt mir das jetzt irgendwas, wenn ich hier rumhüpfe? Oh, da oben habe ich auch noch was gesehen. Moment. Da leuchtete gerade was. Eine Hacke. I have learned all I can from the carnage inside the Prophet's tomb. My brothers were slain to the last man sometime within the last few days. The false prophet's followers died here by the hundreds, but in the end, they were victorious. I have sealed the tomb as best I can and told the men of the nearby village that the prophet is at last dead. I left them with a subtle threat that this place should remain hidden. I do not know if the prophet survived, but I will follow their trail. No one escapes the Order of Trinity. Jetzt habe ich aber Angst. So. Ja, ich will jetzt hier nicht so unkoordiniert rumlaufen. Ich halte mich jetzt erstmal links. Da hinten habe ich auch noch was gesehen. Oder? Ja, da leuchtet doch etwas. Überlebensversteck. Ein Überlebensversteck ist in der Nähe. Finden Sie den richtigen Ort, um das Versteck auszugraben. Ja, das wird wohl der richtige Ort sein, oder? Vergrabene Überlebensverstecke enthalten eine Auswahl an Ressourcen. Okay. Mal einfach hier ein bisschen einsammeln. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Hier könnte ich hochhüpfen, um mal da hochzukommen. Wie gesagt, ich halte mich jetzt erstmal hier links. Ah, hier ist auch noch eine Möglichkeit, hochzuspringen. Da gucke ich gleich mal. Da vorne blinkt auch noch was. Meine Fresse. So viel kannst du gar nicht gucken, wie es hier zum Einsammeln gibt. Okay, hier sind einfach nur... Ah, aber hier ist auch noch eine kleine Nische. Ja, aber hallo. Gotcha. Und hier ist auch noch was. For a year I have ridden with an army of Mongols. As envoy from the Order of Trinity. The Khan is a great warlord, despite his heathen ways. Under my influence, I've helped them topple nations, burn cities and kill princes, all in search of the Prophet. Our slaughter of the Rus was not in vain, for among the spoils we at last found the map. And now, this very morning, after a season in the mountains, we saw buildings rising from a green valley surrounded by ice. We have found Kitesh. I tell the Khan of the riches that will be his, and that alone drives him on. But the real victory will be for God, when we purge the prophet's lies from the earth, and at last, the divine source will be ours. Ja, das hat ja gut geklappt, Freunde. So, können wir hier nochmal runter. Hier ist auch noch was zum Einsammeln.
So, was haben wir hier Schönes? Schub die Heidi, da oben ist noch ein Nest. Oh, oh. Moment, da blinkt auch noch was. These ruins here. Mongolian. Das ist super, aber hier hat doch was geblinkt. Hell yeah. Und hier war eine Höhle. Aber hallo, interessanten Ort entdeckt. Mal gucken, wie interessant der ist. Keine Wölfe, bitte keine Wölfe. Nee, sieht aber gut aus. Ah. Was haben wir denn hier Schönes? What's that? Magnesiterz. Stellen Sie aus Magnesiterz spezielle Schrotflintenmunition und Sprengladungen her. Oh, das hört sich fies an. Okay. Gut, also eine Schrottflinte kriegen wir auch noch irgendwie. Hat hier oben noch was geleuchtet? Nee, nur da hinten. Dankeschön. So, da hinten lag noch was. The Prophet and his followers have been traveling under cover of night, a crooked trail around the border of the Eastern Empire. I do not know where they are headed, and I suspect they do not either. But they know we will not let them rest until this heresy is purged. The common folk of the borderlands give him shelter, and I find it curious that none who have aided him will tell me anything of use. Even when I threaten them with the wrath of Trinity or touch the edge of a knife to their throats, they stay silent. They die, never betraying what they know. The Prophet has a curious sway over people. All the more reason he must be silenced. Alles klärchen. So, ach, hier haben wir noch was übersehen. Schön, aber damit sind wir hier soweit durch. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. So, jetzt sind wir hier rumgegangen. Moment. Hier oben ist auch noch was Hübsches. Crown from one of the princes of Kiev. How did it come to be all the way out here? Aha, und es gibt auch wieder Objekte, die wir untersuchen können für versteckte Informationen. Gerade gucken, ob hier irgendwo was drin steht. Nee. Bisschen wegzoomen hier. Ne? Nicht? Someone was wearing it when they were killed. Okay, wenn du das sagst. Na gut, hat wahrscheinlich eine schöne Axt den Kopf gespalten und gleichzeitig auch die Krone. Okay. Sprachkenntnis erhöht. Wir können jetzt Mongolisch der Stufe 1 übersetzen. Ich freue mich. Ach genau, hier oben war noch ein Nest. Das natürlich hier runterfällt, das war so klar. So, aber ich möchte gerne auf die andere Seite hier. Dupdidu. Nur ich möchte nicht ganz da hoch. Na gut, das hat jetzt nicht so sonderlich viel gebracht. Trinity. They're here. Command, do you copy? Oh, shit! Oh, shit. What the hell was that? Das war ein Bär, wie sich das Ganze anhörte. Ich bleib erstmal hier unten, glaube ich.
Also hier oben scheint es dann weiterzugehen. Und ja, das mit dem auf Bäume klettern, das hatten wir ja schon. Ich gucke mich erstmal weiter hier unten um. Ah, da hinten leuchtet doch noch was Lustiges. Da haben wir's. Ein, was auch immer, Versteck. Das sieht nicht nach Münze aus. Da kann ich mich rüberschwingen. Hier unten ist auch noch eine kleiner Durchgang, aber da ist nichts wahnsinnig Interessantes. Oh, was haben wir denn hier? Das ist ein Monolith, oder? Most of the writing is in praise of a military victory, but it looks like they left something nearby. Und wir haben Münzverstecke entdeckt. Wo sind die denn? Da oben, da unten. Gut, da oben waren wir ja auch schon. Geh ich mal ganz kurz zurück. Da vorne. Da haben wir ja eigentlich auch schon gebuddelt, aber... Ah, ist ein bisschen weiter hinten. Ah, diese Ecke sah auch so ein bisschen verdächtig aus, muss ich sagen. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt. Ja, bist du denn deppert? So, da haben wir noch was. In die Ecke müssen wir sowieso. Und da hinten. Gut, wir gehen, oder ich gehe eh hier quasi einmal außen rum. Das heißt, dies passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Da hinten ist das Münzversteck. Liegt hier noch irgendwo was? Ach, da. Gotcha. So, dann gehen wir mal ganz kuschelig hier weiter. Da oben leuchtet noch was. Hier leuchtet noch was. So, und dann gehen wir ab durch die Mitte, wenn wir hier die Seiten abgegrast haben. Hier sind mal wieder Möglichkeiten hochzuhibbeln. Oh, Höhle. Höhle, Höhle, Höhle. Ah, mal gucken. Ah, crap. Nutzen Sie Waffen oder Sprengladungen, um Absperrbarrieren zu zerstören. Gut, so weit sind wir noch nicht. Ich habe jetzt nichts, was ich irgendwie... Ich hoffe mal, oh, ist auch noch was, dass es irgendwie vielleicht noch dann auch wieder so Sprengpfeile gibt oder sowas oder Feuerpfeile. Forschertaschen enthüllen die Position von versteckten Ressourcen, Höhleneingängen und Truhen. Ja, nice. Oh, ja, nee, da kommen wir auch nicht weiter. Genau, da brauchen wir Seilpfeile. Die kennt man auch aus dem vorherigen Teil noch. Das bringt uns jetzt keine Punkte. Uiuiuiui. Aktuelles Einsatzziel. Da ist eine Höhle, da ist eine Truhe. Da hinten war auch noch das Münzversteck. Da will ich mal als erstes hin. Hier noch nicht irgendwas übersehen. Auch noch ein bisschen mehr in die Baumkronen gucken, zwecks Federn. Kann ja sein, dass hier noch irgendwo diese Nester versteckt sind. Oh oh. Okay. Ah, gleich hier. Na gut. Ein Träumchen. Dann habe ich hier noch Holz gesehen. Okidoki. So, hier ist nichts, außer dass ich hier wieder hochklettern könnte. Bringt mich das noch irgendwie weiter? Hm. Not really. So, lass mich nachdenken. Sind wir wieder am Lager. Jetzt müssten wir quasi noch die Mitte mal ein bisschen durchforsten, würde ich sagen.
Weil ich bin hier runtergegangen. Jetzt gehe ich mal hier durch die Mitte. Ah, siehst du, hier ist noch ein Bäumchen. Bin mal gespannt, wie viel ich von dem Zeug mitnehmen kann. Oh, hier oben sehe ich, glaube ich, noch ein Nest. Gotcha! So, den Herrschaften, die Herrschaften hatten wir hier schon. So, hier ist noch Holz. Und hier oben sind ja auch noch einige Plattformen, auf die ich natürlich auch noch gerne möchte. Hier waren wir schon. Da war die Hacke. Na, ihr süßen Hasiputzis. So, jetzt müsste ich nochmal gucken. Warte mal, hier ist ein Seil. Da müsste ich doch mal... Meine Güte. Schauen. Wie ich da... raufkommen könnte. Weil hier ist noch ein Seil. Da oben. Da komme ich aber noch nicht hoch. Ja, doch, auf Bäume klettern. Ich weiß. Müssen wir mal gucken, weil hier wäre so das erste Seil, was ich erreichen kann. Hier. Gucken. Ja, da kann ich mich auch dran hochfriemeln. Das bringt mich aber nicht weiter, außer hier ist noch ein Nest. Ja. Nur hänge ich hier rum. Ah, da oben liegt auch eine Karte. Kann ich hier? Müsste ich doch raufkommen. Jawohl. Irgendwie musste das Ganze doch funktionieren. Das wäre doch jetzt auch zu blöd gewesen. So, weil das sieht nach einer wichtigen Karte aus. Ja, Dokumente und Wandgemäldepositionen haben wir hier. Und hier vorne hatten wir ja noch... Upsi. So, muss ich mir nur merken, wo das war. Ach, du kannst noch nicht runterrutschen, Mädel. So, jetzt nochmal kurz zu dem Baum mit der Feder. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Hier haben wir diverse Sachen. Hier ist angeblich noch ein Dokument. Ja, hier ist noch gesperrt. Da kommen wir ja noch nicht rein. Aber hier hätten wir noch was Hübsches. Where do I have to go from here? Darüber. Ah, nee, es liegt nicht da oben drauf, ausnahmsweise. Da hinten rum. Da sehe ich auch noch Holz. Moment. Oder? Nee, war kein Holz, war dieses Ding. Da oben drauf. Natürlich, das ergibt Sinn. We have told the people of the Valley City that we will attack at dawn, but we shall advance behind the Karash at moonrise. The captives we kept from the battles in the west will be our shields as we advance. Few survived the long march across the mountains, but those that live will serve their purpose to the Horde. The city sparkles, a gift not yet given. We will take what is ours and march home with our spoils. Ein Träumchen. So, ah, da sehe ich auch noch von hier. Dankeschön. Ah, bleib liegen. Komm zurück.